Willkommen zurück im Kloster von Bakang, der heilige Ort, an dem all eure Gebete in Erfüllung gehen. Und mit diesen Worten laufe ich hier jetzt rein und bete, dass mir die Lara gleich nicht wegstirbt. Ist nämlich voll gefährlich und so hier. Hier sind jetzt gleich so 3 Fallen oder so gleichzeitig, die wir überleben müssen. Ah, jetzt geht dieses Feuer doch gleich eh wieder an. So, liegt hier irgendwas? Dann wollen wir erstmal checken. Sieht hier so schick aus. Hier so holzmäßig. Dieses Holz, das erinnert mich übrigens auch an Minecraft. Also sowohl das an der Decke als auch das an den Wänden. So. Also wenn wir hier auf das Feld vor uns laufen, dann geht die Flamme für kurze Zeit aus und ich versuche... Ja, das fängt schon mal geil an. Sagte ich nicht gerade, ich bete, dass die Lara nicht stirbt und so. Ach, wir können es ja nochmal versuchen. So, wir warten, bis der Sack nach da schwingt und... Yes, wir wurden zwar getroffen, aber... Ja, können wir hier stehen? Ja. Und dann springen wir hier rüber. Ah, scheiße, hier kommt das... Hier kommt das... Scheiße. Okay, nochmal. Wir haben Zeit. So, jetzt. Ah, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Jetzt ist das Feuer wieder für kurze Zeit aus. So, da. Seht ihr, wie kurz das Feuer nur ausgewiesen ist? So, hier rüber. Die Flammen gehen aus. Das interessiert mich jetzt aber nicht. Ich will hier oben. So, jetzt müssen wir da rüber. Wie soll das denn gehen? Oder war das hier? Irgendwo ist hier auf jeden Fall noch etwas und wir laufen jetzt um die Ecke. Okay, hier ist es tatsächlich nicht. Zur Hölle! Okay, das kann hier jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da ich hier doch nicht mehr so gut bin. Oh, ich komme jedes Mal hier ein bisschen zack. So, okay, das Teil wollte gerade... Aua, weg. Und rein! Oh, geschafft! Gut, hier war das aber. So, jetzt rennen wir den Teil hinterher. So, da rein. Warten, bis das Teil wieder wegrollt. Und... Run, girl! Run! Oh, war das knapp! Ich stelle mich heute aber an. So, hier sind wieder diese tollen Klappentüren, die so toll machen. Und da ist das, was ich erreichen wollte. Und wir haben alle 3 Geins, was uns eine Menge M16-Munition schenkt. Ich hoffe, dass das auf YouTube. Also, ich hoffe nach wie vor. Nee, bitte, nee, hier ist Feuer. Okay, das ist das. Oh, unser Leben ist ganz schön am Arsch, deswegen nehmen wir jetzt meinen. So, da liegt ein Schlüssel. So voll verlassen. So, nehmen wir mal auf. Man weiß ja nie, wann man hier irgendwas gebrauchen kann. Was ist das eigentlich? Soll das so ein Fenster sein? Wo man halt so nicht durchgucken kann, weil das Fenster entweder verdreckt verdreckt ist oder weil das Glas halt so ist. Ah, guck mal, wo wir jetzt ankommen. Ja, das ist dasselbe Wasserbecken wie gerade eben. Da, doch, da ist auch irgendwas, aber ja, da kommt man später her. Gut, wir haben gerade einen Schlüssel aufgehoben. Mal gucken, welches das war. Wir haben so viel Stuff mit uns. Wir schleppen so viel Stuff mit uns rum, meine ich. Falltürschlüssel. Ja, eigentlich könnte ich den anderen Schlüssel auch mal loswerden. Weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich ganz vergessen, dass ich den die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Okay. So. Ja, ihr Mönche, jetzt geht das hier wieder los. Dass die hier so blinken. Und im nächsten Moment taucht wieder wahrscheinlich wieder so ein Mönch vor mir auf. Und ich erschrecke mich dann grundlos. Egal, Falltürschlüssel. Und wie erwartet öffnet sich hier die Luke. Und wir haben einen weiteren Weg.
offen. Ich will mal eben gucken. Hier ist eigentlich normalerweise immer so ein Glitch. Ja, genau. Das soll ja der Himmel sein, irgendwie. Aber jedes Mal taucht hier dieser Bug auf. Den kennen wir ja schon aus dem letzten Level. Diesen Glitch hier. Augenkrebs-Glitch nenne ich den immer. Oder Augenschmerz oder Hirnschmerz oder Kopfschmerz. Ist doch eigentlich alles dasselbe. So, hier ist ein Mönch. Das finde ich gut, weil hier, glaube ich, gleich Gegner auftauchen. Aber ja, auch egal. Wir laufen hier mal. Ja, seht ihr diesen Bug schon wieder dahin? Oh, und die geile Musik setzt wieder ein. Das finde ich toll. Oh, alles Felsen hier. Ich würde ohne Scheiß mal gerne in so eine Gegend verreisen, wo hier überall so. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Okay, doch nicht. Das ist hier so toll, dass hier nur von Felsen umgeben ist. Sowas sieht man heute im Alltag ja irgendwie kaum noch. So richtige Natur hier. Was irgendwie nicht so richtig natürlich aussieht, ist diese Säule hier, die so wirklich kugelrund ist. Obwohl das so aus Felsen sein soll. Keine Ahnung, was die Core-Designer sich dabei gedacht haben. Ich musste mal eben räuspern. Ach, hier unten ist doch nichts. Hier kann man nur von ganz weit oben reinfallen und dann sterben. Okay, ich kacke jetzt mal nicht in die Musik rein, weil meine Stimme ist wirklich richtig. Das geht gar nicht. Das will die Menschheit nicht hören. Wenn ich singe, platzen alle Weingläser auf. Das ist übrigens die Stelle, wo ich irgendwo in einem der letzten Parts mich gewundert habe, warum da irgendwie Musik kam. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich zeig's euch mal, ich laufe hier mal rum. Moment, hier kommt doch so ein Vogelfieh. Oder auch nicht, okay. Da, das ist ja diese Stelle. Wir waren ja gerade eben hinter dieser Absperrung da hinten. Und. Ja, ich habe halt irgendwie, bin gegen diese Absperrung gesprungen und da kam irgendwie Musik, weil ich glaube ich irgendwie dadurch auf das Feld davor so ein bisschen mich hingepackt habe. Auch wenn ich gar nicht da drüber stand. Und dann kam irgend so eine Musik und jetzt wundere ich mich, warum da diese Musik kam. Das heißt ja irgendwie, dass man da irgendwie hingehen kann. Ja, und ich würde gerne herausfinden, wie oder ob. Ja, ob das überhaupt geht. Nein, das ist doch viel zu weit. Ich verstehe es nicht, aber ich will euch jetzt auch nicht damit nerven. Ich werde das jetzt irgendwie in meiner Freizeit machen. Weil es mich irgendwie voll interessiert, weil ich habe dieses Spiel schon wirklich so oft durchgespielt, dass ich meine, ich hätte alles oder so fast alles entdeckt und ja, dann ist man schon neugierig. Jetzt werde ich von beiden Seiten und die beiden verschiedenen Gegner, die zu verschiedenen Artgenossen gehören, greifen natürlich mich an. Beide. Aha. Weiß auch nicht warum. Die Lara wird wahrscheinlich so von der ganzen Gesellschaft gehasst oder generell mehr gehasst. Da kann man nicht irgendwie runter, oder? Nee, ich glaube nicht. So. Laufen wir weiter und dieser Himmel, das ist wirklich so blau. Das ist wirklich voll sommerlich. Das erinnert mich so ein bisschen an die Wüste von Nevada aus Tomb Raider 3. So, hier haben wir wieder einen Menschen. Was so ein bisschen gut ist. Schlecht ist nur, dass. Die haben auch ihre Taktik, sich hinter mich zu positionieren, um mich anzugreifen. Hier die Gegner. Da. So, selbst die Türen haben so Augen drauf. Was ist das denn für ein Level, was mich hier so die ganze Zeit stalkt? Okay. Wir wollen. Genau. Wir wollen da drauf. Jetzt spring bitte nicht dagegen. Oder spring bitte nicht zu tief. Spring mal bitte hoch genug. So, jetzt aber. Was? Ah ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte ohne Scheiß mal jetzt in so eine Gegend verreisen. Weil das ist hier wirklich voll so richtig Natur hier. Überall alles von Felsen umgeben. Nirgends Beton oder so.